Hallo! Im heutigen Video werden wir einen gebogenen Fachwerkträger erstellen. Böse Zungen behaupten schon mal, dass man einen solchen Träger schneller gebaut als ordentlich gezeichnet hat, aber mit der richtigen Software ist das gar kein Problem. Das Ganze machen wir mit SolidSteel und mit SolidTube für Creo Elements Direct Modeling. Ich habe schon ein paar Vorbereitungen getroffen und eine Arbeitsebene mit ein paar Hilfslinien sowie die entsprechenden Baugruppen angelegt. Wir starten jetzt mit der Funktion Profil-Diagonal in SolidSteel. Hier wählen wir zuerst die Dimension des gewünschten Profils aus, das ist bei mir bereits ausgewählt, und als nächstes geben wir noch den Start- und Endpunkt an. SolidSteel zeigt uns jetzt an, wie die Diagonale platziert würde. Ich möchte sie genau andersherum an der Diagonalen platziert haben, damit sich die Profile am Fußpunkt nicht überlappen, wähle deshalb die Option Alternativ aus und klicke dann auf Erstellen, um das Rohr zu platzieren. Hier füge ich ein weiteres Profil ein und da die Auswahl alternativ vom letzten Profil übernommen wurde, kann ich dann auch sofort auf Erstellen klicken. Das dritte Rohr folgt dieser Linie und hier muss ich die Option alternativ natürlich deaktivieren, um die Überschneidung mit den schon platzierten Rohren an beiden Enden zu verhindern. Erstellen und die ersten drei Rohre sind platziert. Die drei Diagonalen wähle ich aus, um sie zu kopieren. Das Ganze machen wir um eine Rotationsachse, nämlich diese hier, und bei 180 Grad, damit das Ergebnis genau gespiegelt ist. So, im nächsten Schritt möchten wir unser gebogenes Profil erstellen. Dafür habe ich auch bereits eine Hilfsgeometrie auf der Arbeitsebene. Wir wählen die Funktion Bogenprofile und auch hier wäre der erste Schritt, die Abmessung des Profils auszuwählen. Ist bei mir schon passiert, es geht also weiter bei der Menüpunktenlage. Als Achse können wir in diesem Fall unsere Geometrie auswählen. Das heißt, SolidSteel bezieht sich direkt auf die Achse dieses Bogens. Jetzt geben wir noch einen Startpunkt und einen Endpunkt an und durch die weiße Hervorhebung des Bogens wird direkt in der Vorschau dargestellt, anhand welcher Kurve SolidSteel jetzt dieses Profil ziehen würde. Das Ganze passt mir so. Heißt, wir erstellen das Ganze einmal unter dem Besitzer Hauptrohre. So, ein Hauptrohr fehlt noch. Das heißt, wir erstellen ein weiteres, gerades Profil. Das soll diesmal von hier bis hier erstellt werden. Auch das bestätigen wir einmal. Als nächsten Schritt müssen wir noch die Übergänge machen, das heißt die Diagonalen an unsere Hauptrohre anpassen. Dazu wechsle ich jetzt mal in den SolidTube-Reiter. Hier verwenden wir das Rohrwerkzeug. Wir wählen aus, welches Rohr bearbeitet werden soll und die zweite Auswahl definiert das Teil, an dem die Auswahl angepasst werden soll. Das ist hier unser Bogen. Bestätigen das Ganze einmal und machen das bei den anderen Rohren auch. Hier jetzt im Schnelldurchlauf, weil es sich sonst zu oft wiederholen würde. Jetzt haben wir überall perfekte Übergänge zwischen den Diagonalen und unseren Hauptrohren. Einen Fachwerkträger haben wir jetzt schon. Er ist aber noch ein bisschen eindimensional, deshalb kopieren und verdrehen wir den oberen Teil jetzt. Wir wählen dazu einmal die Rohre aus, die wir gern kopieren möchten. Das sind alle Diagonalen und auch der Bogen. Bestätigen, mit Auswahl anwenden und wählen auch hier kopieren. Das Ganze machen wir um diese Rotationsachse und zwar um 60 Grad. Bestätigen, fertig. Damit wir die Hilfsgeometrien auch passend zum neuen Teil des Trägers haben, kopieren wir die Arbeitsebene und rotieren sie ebenfalls um 60 Grad. Mit F5 werden die vorher erstellten Teile jetzt ausgeblendet, damit die Hilfsgeometrien gut sichtbar sind. Wieder zurück im SolidSteel-Reiter können wir nun ganz einfach mit aktiviertem Rundrohrwerkzeug die Start- und Endpunkte für die noch fehlenden Streben wählen. Die neuen Rohre werden natürlich auch sofort ausgeblendet, sind aber vorhanden und werden gleich wieder sichtbar. Die Arbeitsebenen benötigen wir jetzt nicht mehr und können ausgeblendet werden. Übersichtliches Bild. Mit F5 blenden wir unser Modell wieder ein. Auch hier müssen wir jetzt wieder die Rohrenden anpassen. Dazu wechseln wir wieder zu SolidTube und machen das mittlerweile bekannte Spiel mit der Auswahl des zu bearbeitenden Profils und der Auswahl, woran es bearbeitet werden soll, nochmal. Hier jetzt auch wieder im Schnelldurchlauf. Das sieht auch schon richtig gut aus. Einziger Schönheitsfehler ist, dass beim Kopieren die Rohre nicht direkt in die richtigen Baugruppen übernommen wurden, was aber schnell korrigiert ist. So,
Jetzt können wir als Konstrukteure schon mal sehr zufrieden sein mit unserer Arbeit. Damit aber auch die Kollegen in der Produktion etwas davon haben, schauen wir uns die angepassten Rohre mal im Detail an. Ich blende die Hauptrohre aus, damit wir die Bearbeitung an den angepassten Rohren besser sehen können. Jetzt wähle ich als Beispiel mal diese Diagonale und verwende das Werkzeug Abwicklung. Bei der zu berücksichtigen Haut ist die Vorauswahl außen, was in den meisten Fällen richtig sein sollte. Bei den zusätzlichen Ausgabedateien sind auch bereits DXF und NXF ausgewählt. Einmal bestätigen und wir sehen die Arbeitsebene, auf der die Abwicklung des Rohres zu sehen ist. Diese Abwicklung könnten wir jetzt zum Beispiel programmintern mit Annotations weiterverwenden, um Werkstattzeichnungen anzufertigen, oder wir verwenden die auf der Festplatte gespeicherten Formate zum weiteren Austausch mit den Kollegen. So viel für heute mit einem kleinen Beispiel dafür, wie einfach das Zusammenspiel zwischen den einzelnen Apps für Creo Elements Direct Modeling ist. Wenn Sie mehr darüber wissen möchten, dann besuchen Sie doch einmal unsere Website und wenn Ihnen gefallen hat, was Sie gesehen haben, dann zeigen Sie es uns gerne, indem Sie das Video liken oder auch den Kanal abonnieren. Bis zum nächsten Mal!